Dieser Rapper zeigt mir sein Lieblingsrestaurant in Köln. Doch bevor ich dem Künstler viele interessante Fragen bei einem leckeren Mittagessen stellen werde, das ist eine gute Frage, die ich wirklich jedem Artist stellen werde, bringe ich ihn erstmal in eine ungewohnte Situation. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache eigentlich. Bruder, ich weiß selber nicht, wie ich mich verhalten soll. Viel Spaß mit der ersten Folge dieses neuen Formates. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie wir dieses Format nennen sollen. Heute Special Guest in meinem Video. Fangen an mit LOC, Ladies and Gentlemen. Erster Song, den ich von dir angehört habe, war Me, Myself and I. Oh, für alle Leute, die den Mann nicht kennen, nach diesem Video werdet ihr ihn auf jeden Fall ein bisschen näher kennen. Genießt die Folge. Wir werden heute was Lustiges machen, das werdet ihr gleich sehen. Und am Ende gehen wir noch was essen. Hast du dir schon überlegt, was wir essen gehen? Ja, ich hab schon gedacht. Okay, verraten wir noch nicht? Ja, okay, mach's gut. Okay, dann legen wir los. LOC und Randy. Wie heißt du eigentlich? Flo. Flo, freut mich, Flo. Hi. Mein Name ist Randy, hier haben wir LOC. Hi. Du bist heute zuständig für uns, oder? Ich bin quasi zuständig für euch, ja. Okay, ich würde das gerne so haben, dass wir so ein bisschen eine kleine Challenge machen. Okay. Der Mann gegen mich, ich gegen den, wir schauen, ja, wer mehr hin. Punkte macht. Dann machen wir gleich ein kleines Turnier am Start. Sicherheitsunterweisung muss trotzdem sein, sorry. Ja. Generell, es sind echte Äxte. Ja. Einfach übergebt euch die nachher einfach immer so. Wenn wie Gnade. Genau. Wenn ihr mal eine Pause macht, chillen wollt, irgendwas, einfach die Äxte hier, die Holzdinger reinlegen. Fertig, nicht mit rausnehmen. Werfen. Erste Mal für mich hat es einfach gemacht, auf der Strecke wollt ihr, dass die Achse einfach nur einmal dreht. Na, einfach von oben hoch und so ein bisschen Körper mit benutzen und dann gehen die da wunderbar nach vorne. Damn, ich habe eigentlich gar nicht zugehört. Von hier werfen, oder? Das ist die Linie. Du bist ein bisschen größer, du kannst auch weiter hinter. Du musst eh weiter hinten, dass die Achse nicht sauber dreht. Ja, aber linke Bein vorne oder rechts? Wenn du rechts wirfst, ich wirf's linke vor. Das gibt dir mehr Schulterfreiheit einfach. Ah, okay. Ja, doch, sieht gut aus. Versuch mal so. Lean. So, und da ist der Unterschied, Ladies and Gentlemen. Warte mal, ich muss das erstmal hier jetzt raus. Vielleicht machen wir den Take nochmal neu. Versuch du am besten auch fürs linke Bein. Wie beim Golf so ein bisschen. Du musst die Bewegung also schon loslassen, aber die Bewegung durchziehen. Ich hab nie Golf gespielt. Ja, jetzt. Yeah! Okay. Wann macht man das so? Im natürlichen Leben braucht man das nicht. Der war da schon trainieren, das weiß ich. Aber hey, zwei Würfe habe ich gemacht. Ich gehe zu. Mein erster ist auch runtergefallen. Ja? Okay. Ja, aber die sind alle mittig jetzt. Was ist denn der rote Punkt? Wie viele Punkte sind? Sechs. Rot ist sechs, blau ist acht. Hey, wie blau ist 8? Oh, das ist schwierig. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Challenge. Man muss einfach nur die Axt machen lassen. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Turnier einfach als erstes. Wir fangen beide mit 24 Punkten an. Wer zuerst 0 hat, gewinnt. Auf jeden Fall. Ja. Für alle Leute, die nur mein Deutsch verstehen, wir spielen wie Dart. 3, 2, 1, los. Das hier sind wie viel? Das ist eine 4. Das hier sind aktuell 16. Goddamn! Oh! Ey, das gibt's doch nicht. Ich triff die ganze Zeit mit dem Ding. Das ist wie wenn. Schau, wenn wir jetzt beide Musik machen gehen, ja, dann wäre das gleiche Spiel. Okay. Jo. Wie viel sind es? 3? Ja, 21. Oh shit! Das heißt, mit 2 könnte ich beenden oder mit einem. Okay, ich versuche. Ich gehe jetzt auf blau. Okay. Ah, shit. Come on, LOC! Und das für. Das war knapp mit der Kamera. Ach nee, war's nicht. Bruder, das gibt's doch nicht. Nochmal neu. Yes, Sirski! Oh shit. Damn! Shit. Ist vorbei! Yes, Sirski! Wir machen noch Trickshots auf jeden Fall, da kannst du deine Punkte holen. Komm. Einfach nur mal, hau mal raus, so das Feature überhaupt, nicht Deutschland, sondern so auch unvorstellbar, wenn du sagst. Billie Eilish. Billie Eilish? Ja. Boah, das ist crazy, Bro. Fan. Crazy. Ja. Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Warum aber Billie Eilish? Weil sie die Queen ist, Bro. Ich kann das nicht beschreiben, also das ist so, entweder man fühlt oder man fühlt nicht, aber man muss fühlen. Wir holen jetzt größere Äxte. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache eigentlich. Bruder, ich weiß selber nicht, wie ich mich verhalten soll. Was ich mache. Kleine Axt ist wahrscheinlich am gefährlichsten, richtig? Verletzungsgefahr. Ja, das schon, ja. Hat sich hier schon mal jemand verletzt? Nein. Anderarm. Dass du den einfach wie beim Bowling. Das gleiche Bewegung wie beim Bowling, dass du dir einfach nur genauso vorhaust. Und auf Rot. Das macht mich so sauer, dass der Rot getroffen hat. Yo! Das war's nicht. Nein! Talentiert! Okay, ja, das macht Spaß da rein. Ja. Der war auch. Junge, du musst richtig weit hinter dafür, weil die dreht sich eineinhalb Mal da durch. Geh mal her, komm. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Schau, also ich erkläre dir das nochmal. Wenn du es von hier machst, ja, die dreht sich dann zu weit und kommt falsch an. Deswegen geh noch
wirklich, geh, trau dich ruhig, den Zaun ein bisschen zu berühren und dann. Damn! Ah. Das ist hier auf jeden Fall mal für YouTube, ja, damit mein Video hier nicht gesperrt wird oder ab 16. Das hier ist Sport. Das ist offiziell Sport. Sport mit einem Werkzeug. Genau. Werkzeug, keine Waffen, das ist Sport. Zu. Okay, das sag ich vielleicht nicht. Yo! Hey Bruder, wie machst du das? Sag mal ehrlich, also verrat mir mal deinen Trick. Ich glaube, da darf sogar ein bisschen Handgelenk mit. Das ist auch immer schwierig mit dem Wort. Siehst du? Mach mal richtig fest. Ich schwör mal richtig fest. Jetzt. Siehst du? Ja, okay. Die muss ich ein bisschen mehr drehen. Damals habe ich es auch geschafft. Yo! Okay, Spaten ist dein Ding, ja? Wie damals Sandkasten. Was mich immer geärgert hat. Okay. Doch einfach. Du bist von Anfänger echt nicht schlecht. Der nennt mich Anfänger. Yeah, yeah. Also Anfänger bin ich jetzt nicht. Fortgeschritten. Schau dir das an, das ist Qualität. Wie mit zwei. So. Genau. Ein bisschen weiter hinten. Versuch am besten meine Hände. Wenn ich die nicht loslasse. Ja, das ist problematisch. Dann bist du kein Schwarzer mehr. Hast du die schon so geworfen? Ja. Getroffen? Ja. Oh shit. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Schiss auf. Fusch. Okay. Das ist echt gut. Also das muss man echt sagen, du bist gut, Bruder. Du Danke. Bist ehrlich gut. Okay, hier, komm. Okay. Gentlemen, eine Sache kann ich mal sagen, so, es macht auf jeden Fall auch Spaß. Kann ich euch empfehlen, macht das Ding mal. Jetzt hab ich einmal auf Rot getroffen und du hast nicht gefilmt. Okay, ich mach das noch mal. Noch ein. Jetzt Rot für euch. So, Ladies and Gentlemen, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gehabt. Den Mann würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Chance habt und nicht zu viel los ist, dass ihr es auf jeden Fall mit dem Mann macht. Super, super Job gemacht. Ganz süßig. Ganze Welt released heute. Oh, heute kommt Song? Ja. Was für ein Song? Oh My O's heißt er. Für die Zuschauer auch da draußen, wir werden jetzt was Leckeres essen gehen. Der Mann hat ein sehr, sehr schönes Restaurant rausgesucht. Ich weiß immer noch nicht welches. Welches? Wohin gehen wir? Balthasar. Balthasar? Sehr, sehr schönes Lokal. Ja, warst du selber auch ein paar Mal? Also das ist ein Laden, wo du selber hingehst. Ja. Werden wir ein bisschen was essen und ein bisschen quatschen so über Musik, über Zukunft, über ich werde einfach Fragen stellen. Herzlich willkommen vor Balthasar in Köln. Wird auf jeden Fall lecker sein. Das wird jetzt auch der Part, wo wir ein bisschen essen, ein bisschen das Leben genießen. So, ich hoffe, du hast Spaß, Bruder, beim Axtwerfen. 100%. Und jetzt gehen wir rein. Auch noch eine Gewalt, Bruder. Ja, ja, kriegst du. Auf jeden Fall. Nächstes Mal suchst du aus, was wir machen, Bro. Okay. Bist du so auch, dass du sagst, du achtest darauf, was du isst? Also es muss halt gut sein, weil ich finde, Essen ist sehr wichtig. Also wenn du eine gute Mahlzeit hast, dann kann das deinen Tag einfach so besser machen. Weißt du, was ich meine? Deswegen. Yes, Sir, da hat er was wichtig gesagt. Bist du auch jemand, der so scharf isst und ja. So? Geil. Geil. Was hast du hier so gegessen die letzten Male? Ja, unterschiedlich. Pasta ist hier sehr gut. Dieses Chicken Tikka Masala ist sehr gut. Vorspeise, Bruder, gibt's Gambas auch und so. Das ist auch richtig geil. Du bist auch jemand, der alles isst, oder? Also von Meeresfrüchte, auch ausgefallene Sachen. Ich bin dir ehrlich, ich habe Meeresfrüchte noch nicht so ganz oft in meinem Leben gegessen, weil ich war so Muscheln und so, bin ich ein bisschen kein Fan davon. Ja. Aber ich find's einfach geil, was das Auge halt anmacht. Ja, ist auf jeden Fall so eine Mixed Kitchen, so wie ihr gesagt habt. Steirischer Backhindesalat klingt aber geil, sag ich. Ehrlich. Ja. Also man muss mal eine Sache sagen, für die Leute, die dann auch sagen, hey, vielleicht probiere ich den Laden auch mal aus, den er empfohlen hat, so. Es ist preislich, Vorspeisen sind so zwischen 8 und 20 Euro oder es gibt auch für 30 Euro so Antipasto, Misto und sowas. Also ich glaube, es ist sehr viel, es ist ein elegantes Essen, sagen wir es so. Backhindelsalat, könnt ihr so Rinderstreifen reinmachen? Kann ich gerne machen. Noch extra? Ja, halt. Für die Gegend. Okay, so wir würden einmal Gambas nehmen, ja? Als Vorspeise. Das also insgesamt 9 Garnelen. Okay. Also ich will so bei dem Gambas Alijo und dann vielleicht der Triste Balthasar, weil dann habt ihr das Carpaccio, dann habt ihr das Vitello. Und einfach mit da bin Brot ich nicht überzeugt. Knapp. Dann nehmen wir die und dann nehmen wir noch zweimal hier Tortellini Pfifferlinge. Zweimal? Ja. Okay. Bei mir, sag mir, ob es Sinn macht. So ein bisschen Chilis reinmachen, dass es ein bisschen scharf wird. Sinnvoll oder nicht? Kann man auch machen. Riesling. Zweimal. Wollt ihr ein bisschen Brot vorweg schon mal? Mit so Olivenöl und so. Kann auch manchmal sein, dass ich dumme Fragen stelle, aber es sind alles Sachen, die mich interessieren. Wenn man so Musik released, wie ist es? Hat man direkt so Werte und sagt, okay, dieser Song performt gut oder wie macht es ein Musiker? Also du sitzt im Studio und denkst dir jetzt, okay, ich mach diesen Song. Bei mir ist es immer so, ich mach dann halt Songs so und ich feier die, aber ich muss sie erstmal sacken lassen, sodass ich die dann nach einer Zeit wieder hören kann und wieder dann Bock darauf habe.
Ah, okay, das und heißt, du lässt die liegen. Und wenn ich dann merke, okay, ich höre den immer wieder an, ohne dass er mir auf den Sack geht, dann weiß ich, okay, das ist ein guter Song. Warum machst du Musik? Wie bist du zum Musikmachen gekommen? Straight raus? Ja. Ehrlich? Ja. Ich war Knast. Ja? Ja, ich habe angefangen da drin. Ich habe getanzt damals, aber ich konnte im Knast halt nicht tanzen. Weißt du, wie ich meine? Weil ich kam ja dumm. So. Okay, vermisst du das Tanzen manchmal sehr? Ja, schon. Okay. Oder weil das halt eigene Welt ist. Du hast getanzt? Ja. Dann ist ein bisschen Blödsinn passiert? Ja. Und dann bist du durch den Blödsinn zur Musik gekommen und hast gesagt, Alter, ich höre mir so viel Musik an und ich genieße Beats und Rap und man tanzt hier auf alles. Und hast gesagt, das kann ich auch. Ja. Und warum kannst du aber singen? Weiß ich, Bruder, ich bin schwarz. Okay. Für mein Verständnis machst du nicht nur Rap. Ich würde eher sagen, du bist mehr ein R&B-Artist. Ja. So, und deutsche R&B-Artists, das ist ein schwerer Weg. Ja, so. Klar. Übertrieben. Sehr, wie lange machst du das jetzt schon? Angefangen schon 2016, wie gesagt. Ja. Aber offiziell so, seitdem ich im Game bin, so 2019 war das. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Das heißt, wenn du anfängst mit Musik, machst du es erstmal nur für dich, nichts released, gar nichts. Nee, nee. Boom, boom, boom. Ja, das okay. Für mich, ja. Klar gibt es manchmal so Situationen, da hat man Druck und so vom Label, weil man Abgabetermine und so hat. Okay. So, das gibt es ja auch noch, aber dann vermasselt man halt alles, weil man dann halt nicht nach dem geht, was man eigentlich machen will. So. Warum sich oftmals das Soundbild auch ändert von Musikern oder die als immer schreiben, ja, ey, du musst wieder der Alte werden, ist, weil man halt damals nicht diesen Druck hatte. Einmal die Tortellini mit der Pfifferlinger und Parmesan. Genau. Einmal die Gambas Alejo auf Tapas-Art. Das ist ja einmal das Backhändelsalat mit Kikok-Hähnchen, Filetsteakstreifen, Kürbismayonnaise und gemischten Salat. Guten Hunger. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Pfifferlinge und Tortellini. Pfifferlinge, eines der leckersten Pilze, weit über Champignons. Und schmeckt. Nein, schmeckt. Absolut solide. Nach so ein bisschen Achswerfen, Session und kommt es gut. Darf man schon mal sagen, so was als nächstes ansteht? Gibt es irgendwelche Features, die man sagen darf? Wenn man nicht sagen darf, okay, dann sagen wir nicht. Feature kommen. Ja. Aber keine Deutschen. Keine Deutschen? Nein. Oh. Aber ich würde mich freuen, wenn ich es hier verkünden darf. Ja. Ich bin nächstes Jahr, also ich bin dieses Jahr einmal auf Tour. Ja. Nächstes Jahr auch. Okay. Mit drei Weltstars. Okay, wann dieses Jahr? Im Dezember. Okay, dann ich werde auf jeden Fall da sein. Freut euch darauf, Ladies and Gentlemen. Bist mit Weltstars auf Tour? God damn, jetzt. Hey, jetzt könnt ihr direkt mal in den Kommentaren raten, wer. Ich weiß selber wirklich nicht, wer. Das ist jetzt auch keine Lüge. Ich will es auch nicht wissen. Ich will die Überraschung auch selber erfahren. Schmeckt es euch alles gut? Super. Ja, die Soße kommt sofort, ja? Super, auch schön scharf. Zwei Zuschauerfragen. Das ist eine gute Frage, die ich wirklich jedem Artist stellen werde, mit dem ich Videos drehen werde. Was würdest du Künstlern empfehlen, die wirklich, die sind noch nicht bei Label, die haben vielleicht 1300 monatliche Hörer. Das ist sogar schon viel. Erstmal ein Team zusammensuchen. Wen braucht man in dem Team? Producer. Mhm. Wenn es klar geht, ein Kameramann. Nicht Erfahrene, sondern Leute, mit denen du anfängst, weil dann kannst du dich mit denen weiterentwickeln und formst dich zu einem Produkt. Mhm. Ja, Producer, Kameramann, also Ingenieur, so quasi die ganzen Leute. Ja. Und einer, der ein bisschen Übersicht hat, ein bisschen Struktur in das ganze Game reinbringt und an dich glaubt. Okay. Und nur mit Leuten arbeiten, die an dich glauben. Okay. So, mehr brauchst du eigentlich nicht. Obwohl ich nichts mit Musik zu tun hätte, ich habe eine Sache gelernt. Egal wie krass du alleine bist, du brauchst immer ein Team. Yeah. Gambas, Ladies and Gentlemen. Ich glaube aber, isst du die komplett? Ja. Oder da bin ich Afrikaner, ich gehe mit Hand einfach rein. Ja. Ja. Das schmeckt, ne? Ich bin happy hier gerade. Ich mag auch diese Süße von diesem. Bro, vor 3 Jahren habe ich das nicht gegessen. Ich schwöre. Ich hab's gehasst, ne? Ja, ja, ich hab's einfach nicht verstanden. Ja, das ist das genau, Ding. Man hat den nicht gecheckt. So. Man saß nicht in so Läden, weißt du, ich meine. Man war nur Junior am Kochen, weißt du? Gibt's Artists, wo du sagst, die haben dich auch so immer inspiriert, wo du gesagt hast, wenn du jetzt im Studio sitzt? Tory Lanez? Ja, für mich auch überhaupt so. Studio-mäßig ist er einer der krassesten. Mhm. Weil er ist ein Goat. Mhm. Live-Game natürlich Travis. Ja. So, und Burna Boy. Und allgemein von der Ausstrahlung, von dem Vibe her, Taiki. Okay, krass. Ja. Okay, krass. Gibst du jetzt so Sachen, wo du sagst, hey, in 3 Jahren, wo du sagst, Ziele, da will ich hin. Das will ich machen. Da will ich sein. Boah, ich will meine Musik nutzen, um Businessman zu werden. Okay, check. Um ehrlich zu sein. Immobilien holen, so, etc. Ja.
so ein kleiner Hero sein. Weißt du, was ich meine? Mhm, so ein kleiner Kanye, weißt du, wo viel für Leute getan hat. So, weißt ja, du, ja, sowas ja will ich machen. Also ich will eher meine Musik nutzen, um dorthin zu kommen, um mich weiterzuführen dann in dem anderen Leben. Weißt du, in der Realität, sagen wir es einfach so. Okay. Es ist auch wichtig, dass ihr mir auf Instagram folgt. Randy Gamble ist hier eingeblendet. Falls weitere Folgen kommen, mit welchen Artists ich drehen soll, könnt ihr mir reinschreiben. Wenn ich dann Fragerunde starte mit was für Fragen habt ihr, dann gibt es richtige Fragen für den Artist. So. 191.10 bekomme ich von dir. Kannst du mir auch einen Bewertungsbeleg geben? Das ist bei uns automatisch auf der Rückseite. Wie heißt du auf... Randy Gamble. Randy Gamble. Abonnieren. Dankeschön. Ja, alles klar. Schönen Tag, ja. Ciao, ciao. So, egal. Danke, Bro. Was steht als nächstes bei dir an? Für die Zuschauer auch da draußen. Singles, Musik, Tour, Dezember, kleine Überraschung, Ende des Jahres vielleicht sogar eigenes Konzert. Viel Erfolg. Dankeschön, Bruder. Ich werde dich verfolgen, ich bleibe weiter dran. Lasst auf jeden Fall ein Follow da bei ihm auf Instagram. Bei ihm sowieso. Damit ihr das seht. Und bis zur nächsten Folge. Peace out. Peace. Zu late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Wenn du mit so einer Axt kommst in einer dunklen Gasse, egal wie groß ich bin, ich wechsle Straßenseite. Würde ich auch.